Hi, ich bin... Wow! Okay, Bugs Bunny, erstmal ganz ruhig hier. Hi, ich bin's, Gustav mit F. Und heute war ich mit dem ursprünglichen Erfinder und... Okay, Erfinder weiß ich nicht, aber... Die Legende, der kein englisches Wort... Herausforderung. Ich versuche direkt damit anzufangen. Als Bestrafung hat der Fix gesagt... Darf der Gegenspieler... eine Zahl zwischen 1 und 5 sagen. Und da muss man den Gegenstand rausschmeißen. Boah, ich habe jetzt schon Angst, ne? Ich glaube, ich werde wie ein Roboter reden. Ja, es wird vor allem in Situationen, wo es so viel Action... Oh Gott. Ah! Gott. Wo viel los ist, da ist es auf jeden Fall tricky. Oh mein Gott! Was stimmt mit mir nicht? Was Aber ist denn heute im Gegenstandsladen? Im Gegenstandsladen? Ach. Ich finde es echt beeindruckend, wie viele von diesen... wie heißt das Wort? Haut? Ich würde eher sagen, oh Gott. Das ist so schwer. Oh Gott, das ist ja auch Englisch. Ja. Ich würde eher sagen, Kleidungsstil oder so. Wie, nochmal was? Kleidungsstil? Ja, ja, aber es ist ja keine Kleidung. Deswegen heißt es ja S-K-I-N. Ja, dann Charaktere. Charaktere, ja, okay. Auch komplett dumm. Charaktere, ja. Davon sind ganz schön viele gerade im Shop. Oh, oh mein Gott. Im Shop. Einkaufsladen. Im Einkaufsladen von Fortnite. Regel übrigens noch: man darf Städtenamen sagen. Aber okay, wenn wir also so Städtenamen, Eigennamen sind in Ordnung. Ja, genau. Hallo, meine Kamera wackelt voll. Das ist ein neues Feature. Feature. Wie findest du's? Du hast ein englisches Wort gesagt. Oh mein Gott, bin ich ein dummes Wort. Ernsthaft, Alter, dein erster Satz quasi gerade. Zum Glück habe ich noch keine Waffen, wie glücklich du das gerade gesagt hast. Das ist ein neues F. Einmal F in den Chat, bitte. Oh mein Gott, das war auch Englisch. Alter, Gustav. Wow. Das wird heute richtig verloren hier, diese Runde. Ich habe mir gedacht, ich hab mir hier den Profi bestellt, aber das Gegenteil. Oh nein! Nee, Profi ist kein englisches Wort, oder? Oh. Das ist ein Buchstabe. Ne, ist ja für professionell. Alter. Ja, fuck. Oh. Nein! Okay, schon wieder. Keine Waffen, ey. Ich laufe durchs ganze Haus und finde keine auch nix. Waffen. Ich finde gar nichts. Der hat ein Sturmgewehr nur. Versuche ihn zu finden. Und zu eliminieren. Oh, ja. Triggerfinger. Nein, das war Englisch. Okay, warte, ich schau nicht hin. Ich sag, die 3 musst du rausschmeißen. Naja. War wahrscheinlich, dass ich das treffe. Ja. Ich muss zugeben, ich habe davor gerade noch umgerüstet, aber das ist ja nicht schlimm. Ich meine, du wusstest ja so oder so nicht, was los ist. Was ist denn das englische Wort dafür? Abzugfinger. Dein Abzugsfinger ist mal richtig brennend gewesen. Richtig brennend. Das ist mega cool, da kannst du vom Dach auf den Schirm springen und... Englisches Wort, Brudi. Warum? Ja, kühl auf Englisch. Oh mein... Ja, okay. Sag eine Zahl. 1. Nein! Hier, du darfst es sogar nehmen, ne? Oh! Viel Spaß damit. Vielen Dank. Ich wusste, dass nur auf der 1 eine Waffe sein kann bei dir. Ah, du hast nur eine Shotgun. Vorsicht, hier ist ein Gegner irgendwo. Du Idiot. 4. Das hätte ich gut gebrauchen können. Wow! Was machst du denn hier? Hier war einfach einer. Hier sind beide in der Ecke. Oh, hier sind auch bei mir 2. Die saßen einfach in der Ecke, beide. Oh, ich hab einen. Nein, stark. Du Idiot. Ich hab nichts gesagt. Ja, du hast Nein gesagt, ne? Ja, genau. Nein! Okay, noch einer über mir, aber der müsste relativ wenig Leben haben. Alles klar. Ist hier noch die Heilungskanone? Hab ihn. Hast du ihn? Ja, sehr gut. Die Heilungskanone habe ich gerade benutzt und sie muss sich aufladen. Okay. Ah, ich habe hier ein Heilungspaket. Dies darfst du benutzen, das war nämlich meins. Das ist echt... Also ich liebe die Challenge. Ja, das zählt schon. Deswegen sag mal die 1, würde ich sagen. Oder? Oh nein. Darfst du die jetzt wieder aufheben? Und? Die war von dir. Ja, ja, natürlich, ja, wenn du es rausschmeißt. Ich meine, ja, wow. Dann nehme ich einfach die. Liegt hier noch eine. Ey, in beiden diesen Ecken, da wo du gerade stehst, hier und hier, saß einfach jemand. Das waren keine Bots offensichtlich, weil... Oh, komm schon mal. 5. Das finde ich gut. Ja. Okay. Egal, weißt du, ich bin so ein cooler...
Gruppenspieler. Vielen Dank. Bitteschön. Also wenn ich jetzt zum Beispiel oh mein Gott auf Englisch sage, das sind ja dann nicht drei Wörter, oder? Nee, würde ich auch nicht sagen. Ich würde sagen, das ist eher ein Wort. Schau mal, hier ist nochmal ein großes Schildchen. Sonst könntest du ja direkt dein Inventar von dir schmeißen. Ja, hier ist auch eine blaue Schrotflinte. Oh, da habe ich sagen, richtig solche... Lust drauf. Oh Gott, was ist passiert? Was war das denn gerade? Zombie. Nee, ich bin in die Mülltonne gesprungen und genau in dem Moment kam auch der Zombie raus. Ja, das ist Halloween. Nein! Wir haben beide. Oh mein... Alter. Ich sag mal, wir sind beide solche Idioten. Was? Vier? Vier. Okay, dann sage ich bei dir eins. Nee, das hast du nicht getan. Hä? Oh mein Gott. Das war cool, Mann. Ja. Nein! Mann! Okay, zwei. Hatte ich noch gar nicht. Oh, brauche ich nicht. Dann nehme ich meine alte Schrotflinte. Ich denke, die lieben Zuschauer merken, wie anstrengend das ist. Was? Man hat immer im Hinterkopf, dass man was falsch machen kann. Und dann, wenn man kurz loslässt und sich sagt, ach, das wird schon... Nein, dann sagt man plötzlich kühl in Englisch. Also ich muss sagen, ja. Ich fände es richtig... Oh, die gehen richtig auf mich. Ich fände es... Oh mein Gott. Egal, lass uns die töten. Ich wollte nur sagen, dass ich es cool finde, wenn sie einen Daumen nach oben da lassen würden. Ich habe einige Granaten für die jungen Männer und... Oh, Entschuldigung. Sag bitte eine Zahl. Ja, zwei. Ich habe ihnen 100 Schaden gemacht. Das hast du gut gemacht. Nochmal 30 Schaden. Ich habe leider kein Sturmgewehr. Und auch keine Schrotflinte. Dann schieß mit der Maschinenpistole. Ich habe Angst zu reden. Ja. Vor allem in solchen Situationen. Ich habe nur noch 5 Schuss für mein Scharfschützengewehr. Und sonst gar nichts. Also ich kann dir nur von hinten helfen. Egal, ich bleib erstmal hier ein bisschen. Oh, ich wurde von jemand anderem gescharfschützt. Weiß nicht, wie man das sonst sagt. Richtung Westen auf der Insel, oder? Genau, auf der Insel. Wir sprechen wie so Idioten, ey. Ja! In westlicher Richtung. In westlicher Richtung, auf dieser jenen Insel. Nein, oh mein Gott, der hat mich. Nein. Ich hab ihn. Wo ist er der andere? Genau bei mir war er. Ah, er will mich... Oh, da, er springt runter. Ah, ich fall runter. Ah, du kannst mich aufheben. Oh, du kannst ihn erst vernichten. Ja, mein Problem ist, dass ich wahrscheinlich... Er wurde vernichtet. Ich werde wahrscheinlich so oder so sterben. Oh, hier ist noch einer. Oh ja, naja, okay, wir sind tot, glaube ich. Das ist eine zweite Gruppierung. Ja, und die haben Schild. Ich nicht. Eine weitere Kiste. Jetzt habe ich noch ein Scharfschützengewehr und eine Pistole. Interessante Kombination. Vorsicht, Tankstelle. Ja. Einen habe ich in den Kopf getroffen. Noch einer? Hier? Ein zweites Team. Zweites Team. Zweites Team. Nicht? Alter, ich treffe. Legendenstatus, ey. Bei der Tankstelle ist einer und pass auf, beim blauen Haus war auch noch einer. Ich habe hier noch einen. Den habe ich erwischt. Schnapp dir seine Waffen, bitte. Mach ich. Es ist einer. Oh, ja, hier nah bei mir. Hab ihn. Sehr gut gespielt. Die Konzentration. Uff. Ich kann gar nicht mit der Kamera interagieren, weil das einfach zu anstrengend für mich ist. Mein Kopf versteht gar nicht, wie ich jetzt gerade alles zusammen gleichzeitig machen soll. Vor allem, es ist einfach unsere Muttersprache. Wie kannst du nicht einfach unsere Muttersprache sprechen? Nein, für einzelne Wörter kann ich tatsächlich nicht. Wer sagt denn bitte Schrotflinte? Das sagt man doch grundsätzlich nicht. Es gibt bestimmt Menschen, die das sagen. Es gibt bestimmt auch Menschen, die sagen, ich habe einen Treffer gelandet. Ja, genau. Ich habe weiße Hit. Sag mir was. Vier. Oh Gott. Gut getroffen. Die vier. Ah. Okay. Große Heil-Dinger. Hab ihn. Sehr gut. Große Heilung hast du? Die habe ich gerade fallen lassen. Da kam es mir raus, ne? Da kam es wieder aus mir raus. Das darf aber nicht wahr sein. Weil wir sprechen gerade drüber. Ja! Und selbst mit viel Konzentration fällt es mir schwer. Ich will einfach nur nochmal reden können. Ich verzweifle gerade total. Ich will einfach ganz normal mit dir reden, aber dann muss ich halt so lange überlegen, dass ich voll verwirrt bin. Und einfach nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Au. Hier wäre noch eine Snipe. Oh, ja, verdammt. Die schießen schon auf mich. Fünf. Oh. Keine Raketenwerfer mehr. Hab einen zwei Treffer gegeben. Der hintere hat einen Scharfschützenschuss abbekommen. Sehr gut.
Ich versuche sie zu umfliegen. Ich helfe dir kurz mit den Untoten. Oh, ich habe keinen Schuss mehr für Sturmgewehr. Sie gehen beide auf mich. Ich bin unten. Ja, ich sehe es. Oh Gott. Versuch zu bauen. Versuch ganz viel zu bauen. Habe nicht mehr viel zum Bauen. Weißer Schaden. Bei dem Zombie. Ich habe den Zombie. What? 6 Sekunden noch. Nein, er hat mich. Aber er ist nicht so, er hat nicht mehr so viel Leben. Ah, oh, nein. Das war nicht schlau von mir. Oh. Nein, diese, oh mein Gott. Diese Untoten. Nein, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Stark von ihm gespielt. Ich entscheide, dass wir zu einem angenehmen Park gehen. Ein Zombie. Nein! Ach du Idiot. 3. Oh, das tut weh. Es scheint KI. Mir kein echter Spieler zu sein. War das Englisch? Was hast du gesagt? K und I. Nee, das ist Deutsch. Hast du ihn? Wenig Leben. Tot. Es schießt aber noch einer auf uns. Sehr gut. Hab ihn. Wunderschöner Scharfschützenschuss. Schau mal, magst du diese Schrotflinte haben? Ich bin nicht so der Fan davon. Oh mein Gott. Welche? Oh ja, sehr gerne. Oh, du hast ein englisches Wort gesagt. Ja. Dann sage ich die 2. Okay. 6 Granaten sind hier, wenn du magst. Oh, vielen Dank. Bitteschön. Kann ich gut gebrauchen. KI ist das deutsche Wort. Und mit A ist dann das englische Wort. Stimmt. Das war ein Volltreffer deinerseits. Das freut mich sehr. Sehr toll überlebt in der ersten Stadt. Mhm. Aber reicht es jetzt danach zum ersten... Okay, deutsche Wörter, ganz ruhig, Georg. Bitte. Ich würde gerne gerade sagen, was ich getan habe, aber mir fällt tatsächlich das deutsche Wort gerade nicht ein. Wie ich mich gerade fühle. Mir fällt gerade nur das englische Wort dazu ein. Meinst du unangenehm? Nein. Oh Gott. Wow, mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Ich weiß, es ist eine Emotion. Genau jetzt fühle ich das Wort noch mehr. Das ist so, stell dir vor, ein Käfer, der auf dem Rücken liegt und seine kleinen Füße die ganze Zeit bewegt und nicht sich umdrehen kann. Hilflosigkeit. Ja, aber es ist auch nicht, ja, es ist aber auch nicht das gleiche Wort. Nutzlos? Okay, das fühle ich nie, okay? Ich fühle mich nie nutzlos. Hey, du darfst halt nicht Englisch sagen. Oh, ne? Ja. Okay. Wie heißt das Wort, wenn ein Käfer auf dem Rücken liegt? Danke, Siri. Aber bitte sag mir nicht, dass H-E-Y jetzt Englisch war, oder? Ja, würde ich jetzt nicht sagen, aber... Ich muss es einmal kurz suchen. Ja, Kampf ist die Übersetzung dafür. Kampf? Ja, also wenn man halt diesen inneren Kampf empfindet. Weißt du, wie ich meine? Ich blende euch das Wort auf jeden Fall gerade ein, lieber Chat. Unschlüssigkeit? Nein! Es ist wirklich Kampf. Es ist nicht dieses, wir ziehen in den Kampf. Nein, das hier Wort ist es nicht. Schild. Ja? Ich kann dies mitnehmen. Okay, gut. Ich habe kleine Schilder noch also dabei. Also nicht, wir ziehen in den Kampf, sondern halt dieser innere Kampf. Es ist im Englischen einfach passender. Weißt du was? Ich schicke dir jetzt eine WhatsApp-Nachricht. Mach. Oh nein! Schick mir das. Du Idiot! Och Mann, auf dem Was-Programm werde ich es dir schicken. So, ich habe es jetzt meinem Mitmenschen geschickt. Ah ja, oh mein Gott. Dieses Wort ist sehr passend, wenn du mich fragst. Ja, ich würde es aber eher so als wackelnd beschreiben. Wackelnd? Ja, aber... Wovon so, reden Sie, Mister? So als Unsicherheit würde ich es eher beschreiben. Ist Mister ein deutsches Wort? Ja, ne? Nein, ist doch kein deutsches Wort. Mister und? Was ist die weibliche Form? Oh, Frau und Herr ist es, ne? Ja. Ich hab's auch wiederholt, ne? Oh mein ja. Gott. Ja, egal. Ich sag eine 3 bei dir. Ich sag auch eine Zahl. Ich sag die 4. Okay, meine Maschinenpistole. Ich hab hier einen eliminiert. Wieder nur Nahkampfwaffen. Ist das normal bei so einer Herausforderung, dass die Leute in den Kommentaren dann doch noch irgendwelche englischen Wörter feststellen? Ungefähr 500 gefühlt. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh. Ich habe sie einmal sehr gut getroffen, aber sie mich auch. Hab einen Treffer. Oh, Raketenwerfer gegen mich. Sie schwitzen leider sehr. Oh ja, sie schwitzen sehr. Ich merke es. Oh ja, die schwitzen sehr. Uiuiui. Darauf war ich nicht eingestellt. Nichts meins. Nee.
Darauf war ich ehrlich gesagt jetzt nicht eingestellt. Und meine Schrotflinte ist nicht nachgeladen, verdammte Kacke, Alter. Warum denn nicht? Oh Gott, ja, weil ich zu oft geschossen habe. Oh, ja, das war gar nichts, muss ich sagen. Neben der Herausforderung einfach die ganze Zeit Google übersetzen. Ich bin dann auch wirklich interessiert. Was ist denn das deutsche Wort zu Clown zum Beispiel? Und das haben wir gelernt, es ist Kasper, aber auch Hans Wurst. Und Hans Wurst. Und Hans Alter, Hans Wurst ist doch nicht in ihr Ernst. Das steht da. Was bist du vom Beruf? Ja, ich bin Hans Wurst. Ich bin Hans Wurst und mache Kinder glücklich. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Die Konzentration, die das Ganze benötigt, ist so auslaugend. Also wenn ich mir vorstellen müsste, das jetzt, keine Ahnung, 3 Stunden lang zu machen, boah. Ah, der hat keine Waffe. Von allen Seiten. Hab ich nichts mehr zu bauen. Nein. Ich konnte nichts machen. Ich hatte. Oh, was? Hab ihn? Oh, ich bin so ein Idiot. Mir wurde nur angezeigt, dass ich kein Holz mehr hatte und ich habe einfach nicht gebaut. Komm. Der hat mich gut getroffen. Kämpfe in meiner Box drin. Hab den oben. Hast du ihn niedergestreckt? Ja, niedergestreckt. Ich habe keine Sturmgewehrmunition mehr. Hab den anderen. Sehr stark. Huiuiuiui, grüne Schrotflinte für dich, wenn du brauchst. Die normale grüne nehme ich sehr gerne. Dieses Salvensturmgewehr, das ist so gut gegen Leute, die bauen. Ja. Das macht so Spaß. Die bauen und dann schießt du einfach da durch. Und dann schießt du durch und dann ist er einfach tot, ja. Das ist eine gute Variante gegen diese Baukönige. Ich glaube, wir haben alle vernichtet. In der Stadt, meinst du? Ja. Durchaus möglich, aber auch durchaus möglich, dass sich Leute verstecken, weil sie kleine Penis? Kinder sind. Keine Penisse haben. Piep. Werbeunfreundlichkeit ist da. Eh zu spät. Sieht nicht gut aus. Bei fünf Teams ist das ein bisschen. Oh mein Gott. Achten wir überhaupt noch drauf, ob wir was Englisches sagen? Du hast gerade was gesagt, du hast recht. Also ich versuche mich zu kontrollieren. Das Wort, was du gerade gesagt hast, das habe ich eben aber auch schon so oft gesagt aus Versehen. Es kommt nicht in meinen Kopf, dass das nicht Englisch, nicht Deutsch ist. Zweites Team. Im Grunde aber ist es eigentlich schon eingedeutscht, aber es ist eigentlich aber nicht ist Deutsch. Gruppe. Ich sag eins. Eins? Ja. Oh Gott. Schmeiß es raus. Oh mein Gott! Zwei. Also, ja, okay, hier. Du bist so einer. Schau mal, ist es dein Bus eigentlich? Was? Ach, du bist so einer, ne? Du bist so einer. Weißt du, wo ich ganz viele Kommentare bekommen habe? Ja. Beim Wort Bandagen. Das ist deutsch, oder? Ja, das ist deutsch. Das ist deutsch. Einer hat ein Scharfschützengewehr hier geschossen, Vorsicht. Da. Ich würde mir halt sehr gerne wünschen, dass Leute auch selber einfach vorher prüfen, bevor sie meckern. Ich schmeiße eine einzige Granate, die ich habe. Hinter mir ist aber eine. Aber sie wird... Oh, du weißt nicht, wie gut ich den gerade erwischt habe. Wow. Ich komm... Ah, hast du ihn? Ja. Komm zu mir schnell. Weil da ist noch ein Gegner. Ich habe ihn schon 100er mit dem Scharfschützengewehr gegeben. Ich schieß ihn runter. Nochmal 24 blau. Schild weg. 15 und 24 weiß. Sehr gut. Sehr gut. Das ist doch fantastisches Team. Sag eine Zahl. Ich habe gewusst, dass du sagst. Ja. Ich sag die 4. Ach Mann. Und okay, geht Gutes? Schlimmer. Es war nur ein großes Heilpaket. Davon habe ich 2 Stück dabei. Oh, aber dieser hatte gute Beute. Gute Beute. Noch mehr Gegner vor mir. Hinter diesem Baum hier. Okay, ich versuche dir zu helfen, aber meine Waffen sind noch falsch geordnet. Okay, ich gehe hier auf die Brücke hoch. Ich gehe links herum und versuche sie wieder zu etwas zu laufen. Jetzt aber wirklich. Ich habe nur weißes Leben, deswegen... Alles klar. ...bin ich etwas vorsichtiger. Sie haben mich noch nicht bemerkt. Es könnte sehr nützlich werden. Okay, ich mach mal so ein bisschen Ablenkungsmanöver hier. Einen habe ich mit dem Scharfschützengewehr vernichtet. Sehr gut. Das war eine sehr gute Art. Jetzt können wir beide drauf. Ja. Ich glaube, er hat nicht mehr viel zum Bauen. 19 Schaden. Ja. Blau aber. Ha? Na, das war doch sehr gut gespielt insgesamt. Ich wollte vielleicht ein anderes Wort raus, aber nah ist kein englisches Wort. Oh, fein. Das war fein. Das war wirklich fein gespielt. Ich bin sehr zufrieden mit uns. Richtig gut. Dieses Umlaufen hat auch sehr viel Spaß gemacht. 10 von 10 würde sofort nochmal. Ich versuch einfach zu dir zu kommen und du fährst einfach weg. Du bist es einfach nicht, Mann. Oh no!
Ich bin fast tot. Da konnte ich gar nichts machen. 100er Treffer? Ich heil mich erst, wenn das geht. Ich glaube, er wurde wieder aufgehoben, den du vorhin... Na, du hast den doch zu Ende gemacht. Ja, aber... Ich glaube, er wurde wieder... Ich bin wieder bei 100 Leben. Oh Gott, die sind wieder Baumeister. Beide? Oben? Ja, ich komm runter. Wollen wir einfach weg? Kommen wir nicht, glaube ich. Oh, ich hab einen! Der andere ist sehr, sehr schwach. Nur noch weiß. Ich hau mir ein Heilungspaket rein. Versuch einfach zu überleben. Wir holen ihn uns. Das schaffen wir. Ah, oh, er schießt auf mein Schiff. Er hat mein Schiff zerstört. Kein Schild mehr. Lauf, lauf, lauf. Hab ihn. Sehr schön, sehr schön. Ich heile mich erstmal. War sehr gefährlich von den Gegnern gespielt. Das war, musste nicht sein. Ja, das war wieder diese Haut mit dem grünen Dingern. Ja, diese Schwitzerhaut meinst du? Genau, diese grüne Skelett-Schwitzerhaut, die du vorher eliminiert hast. Ich glaube, sein Partner hat dann seine Marke geholt und hat ihn wieder Dies könnte durchaus sein. Boah, was für eine Runde. Was für eine feine Runde. Ey, es ist so schwierig, man muss die ganze Zeit dran denken. Eine feine Runde, ja. Ich sagte, wir haben locker in dieser Runde jetzt schon 10 englische Wörter gesagt und wir haben es nicht mitbekommen, weil wir uns das so könnte sein, dann hasst uns, liebe Zuschauer. Aber wisst, euer Hass geht an uns vorbei. Er prallt an uns ab. Einfach von der Ferne etwas draufschießen. Oh nein. Ich wurde gescharfschützt, aber wow. Ich habe ihn nie gesehen und er wird mich jetzt wohl töten. Er versucht mir in den Po zu schießen. Ach, oh, ich wurde auch gescharfschützt. Oh mein, wow, das war ein schnelles, plötzliches Ende. Da konnte ich wenig machen. Den habe ich nie gesehen. Ich muss sagen, die letzten, die kommen mir sehr, sehr verschwitzt vor. Ja. Ich sage das immer nur einfach als Feststellung, nicht als Beschwerde. Sie dürfen das. Genauso wie ich meckern darf. Gustav, ich schaff's! Okay, du bist doch weit davon entfernt. Ich schaff's, Gustav. Weißt du, was du hast? Nicht viel. Mut. Und vor allen Dingen kein Leben mehr. Egal. Ich habe Mut. Boah, da ist jetzt auch jemand im Nordosten von dir. Eieieiei. Oh, der steht ja anders als früher. Interessant. Schön die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Ich schaff das. Du hast eine Schrotflinte für mich. Das ist sehr nett von dir. Man kann nicht das Auto abschießen. Warum versuchen sie es? Komm zu mir rein. Hier? Oh, von hinten. Oh mein Gott. Was, echt? Ich habe, glaube ich, mehr Leben als vorher, oder? Nein. Oh nein. Was ist das? Okay, wir sind tot. Ich glaube, wir sind tot. Muss man jetzt einfach zugeben? Ja, wir sind tot. Oh, ich habe den einen fast gehabt. Das war so knapp. Oh Mann. Ja, er ist T12 Sweatboy. Ich habe genug. Ich kann nicht mehr. Oh, ist das anstrengend gewesen. Alter, diese Challenge tötet meinen Kopf. I'm happy it's over. Oh my God. Wir haben unser Bestes gegeben. Ja, das haben wir. Wir haben viele Eliminierungen gemacht. Wir hatten auch viel Spaß. Sicherlich ungefähr pro Runde 10, 12 Wörter falsch gesagt, ne? Mindestens. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Aber ich meine, wir müssen halt selber darauf achten, keine Wörter zu sagen und auch darauf achten, uns selber gegenseitig zu kontrollieren. Das ist einfach viel verlangt. Das und ist auch noch gut zu spielen dann am besten. Und davon bin ich ja sowieso weit entfernt. Felix, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Danke fürs Mitspielen lassen. Hey, nichts lieber als das, okay? Wow. Ich muss sagen, das ist cool. Das würde ich gerne ausrüsten. Das ist cool. Oh ja, den habe ich auch gerade bekommen. Das sieht schon echt cool aus. Und die Musik ist super. Das sieht so cool aus. Schaut auf jeden Fall bei Felix vorbei, wenn ihr wollt. Und erster Link in der Beschreibung natürlich. Oh, danke schön. Und wir sehen uns sicherlich dann zu neuen Videos. Ob bei diesem Spiel ist dann die Frage. Aber das ist dann, ja, eins kann ich euch garantieren. Ich werde hier mit Feuer, Flamme, Herz und Leidenschaft dafür einstehen, hier Unterhaltung zu bieten. Ob in diesem Spiel oder anderen Spielen, das bleibt dann aber offen. Warte mal, du bist auf Twitch mein Abonnent. Natürlich bin ich auf Twitch dein Abonnent. Wer nicht auf Twitch dein Abonnent ist, ist ehrenlos. Wow, okay, das finde ich jetzt etwas viel. Nein, aber wer bei Twitch nicht mal vorbeischaut, das finde ich schade. Denn wir haben da sehr, sehr viel Spaß. Ja, schaut vorbei, lasst ein Follow da. Anybody here can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up with the flow. I swear nigga no limits now. I've been ballin' for a minute. Whole team full of winners. Anybody here can get it. Get tuned in to the realest now. Anybody here can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up with the flow. I swear nigga no limits now. I've been ballin' for a minute. Whole team full of winners.